You know I can't help but this, cause they know they can never touch this. So baby, let me talk my shit, or I might just throw another fit. Test stellen wir euch das Elevate Process, den absoluten Freerider laut Elevate, vor in der 7. Version. Ein klassisches Wood Glass Sandwich Board mit einem Medium Flex gleichmäßig gehalten und einem wirklich leicht strukturierten Unterwasserschiff. Und dabei ist alles sehr sauber verarbeitet. Bei Körpergewichten bis zu 90 Kilogramm haben wir aufgrund der nicht so üppigen Rockerlinie von 3,1 cm gute bis sehr gute Angleitleistung. Dabei ist herauszuheben, dass wir wirklich auch eine schöne gleichmäßige Beschleunigung erfahren, sodass hier schon nach den ersten Metern ein paar Freeride-Tricks und dergleichen möglich sind. Die Outline des Process ist recht gleichmäßig gehalten. Sie hat im mittleren Teil eine etwas flachere Kurve und wird dann zu den Tipps hin, zieht sich etwas mehr zusammen. Das in Kombination mit dem 4,5 cm Fin ergibt gute Anwendleistung. Schön ist dabei, dass die Leistung hier mit geringstem Fahrkönnen abgerufen werden kann, sprich auch etwas mehr Lastwechsel auf den hinteren Fuß ergeben hier gute Werte. Möchte man das Board unter sich drehen, sprich switchen, so ergibt die Kombination der 3,1 cm Rockerlinie, der Aufbiegung des Brettes und den 4,5 cm langen Fin eine mittlere bis etwas darunter liegende Kraft, um hier problemlos das Brett unter sich zu drehen. Wenn man insgesamt etwas schwerer ist und etwas kräftiger, geht das sogar in den leichten Bereich über, muss dann aber auch wiederum etwas mehr kontrolliert werden. Das gleiche gilt auch in den Kurven bei der Drehfreude. Für die leichteren Personen ist das Ganze hier mit schönem Zug versehen. Wenn man insgesamt etwas schwerer ist, muss man ein bisschen dosiert mit dem Kantendruck aufpassen. Dann haben wir insgesamt eine Drehfreude, die enge bis weite Radien sehr variabel ermöglicht, mit einem guten Zug auf der Kante. Die Laufruhe des Elevate Process V7 ist durchwegs gut. Das Board ist insgesamt sehr schön gedämpft. Der Medium Flex ist hier eher auf Komfort ausgelegt. Und auch die Anordnung der Finnen im Verhältnis zur Outline ist genau richtig positioniert. Hier gibt es kein Spritzwasser, keine Nicklichkeiten, keine Nervereien. Hier stört nichts den Freeride-Genuss. Auch in puncto Kontrolle ist das Ganze hier eher spielerisch ausgelegt. Das geringe Gewicht des Boards und die Gesamtabstimmung, die wirklich durchgehend harmonisch ist, bringen durchweg eine sehr große Variabilität. Allerdings sollte man ein bisschen fokussiert bleiben, besonders wenn man dem Board mehr Leistung abrufen möchte. Dann muss man schon ein bisschen konzentriert sein, was die Last auf dem hinteren Fuß angeht. 3,1 cm Rocker sind nicht zu viel. Der Flex ist jetzt nicht zu hart. Da kann man schon mal ins Schlingern kommen, wenn man da ein bisschen unkonzentriert ist. Genauso gilt es natürlich auch, wenn es schwierige Bedingungen sind, muss natürlich alles dementsprechend sauber ausfallen. Und der Kantendruck muss hier angepasst und dosiert erfolgen. Bewegt man sich im normalen, klassischen Freeride-Sektor,
So ist das Ganze hier natürlich vollständig unproblematisch und wirklich auch sehr einfach zu bedienen und lockt zum Spielen. Um hier bei eingehakten Sprüngen die möglichst optimale Leinenspannung zu erzeugen, bedarf es einem kurzen, progressiven Ankantvorgang. Hier ist wenig Kraft erforderlich. Diese doch etwas stärkere Rundung in den Tipps macht das Ganze hier beim Absprung wirklich sehr leicht und einfach. Auch bei das Lösen des Boards vom Wasser ist wirklich simpel, ob aus dem Flachwasser oder über die Welle. Das wirkt alles loose und leicht. Und klar, da kommen wir wieder zu der leichten Einschränkung, was das Gewicht angeht. Die 139er Länge, würden wir ganz klar sagen, geht so bis maximal 85 Kilo als optimales Körperfahrergewicht. Weil sonst, wenn man da drüber gerät, dann ist die Kombination aus dem Flex und dem Kantengriff hier genau an der Grenze. Also wenn man gut dosiert damit umgeht, geht es auch noch etwas weiter. Aber gerade in dem Einstiegsbereich und im Aufsteiger- und fortgeschrittenen Bereich muss der Punkt erwähnt werden. Damit hier die komfortable und sichere Landung gewährleistet ist, sollte man hier etwas auf einem etwas tieferen Raumschuttkurs bis Vorwindkurs landen. Dann setzt hier die sofortige saubere Führung der Finnen und des leicht konturierten Unterwasserschiffes wieder ein. Komfortabel und gut gedämpft ist die Landung in jedem Fall. Bei Unhooked Freestyle zieht hier das Board seine Leistung aus dem kurzen progressiven Ankantvorgang, um möglichst viel Pop zu erzeugen, da sich über den Medium Flex hier nur bis zu einem Körpergewicht von 80 Kilo ein ausreichender Response für diese Tricks gewinnen lässt. Nichtsdestotrotz ist bei natürlich auch etwas höherem Fahrkönnen hier dieser Bereich mit Spaß zu bedienen. Wer ein harmonisch abgestimmtes und eher spielerisches Freeride-Board sucht, für den Einsteiger bis zum Aufsteiger und auch zum leicht fortgeschrittenen, der wird mit dem Elevate Process V7 ein sehr gutes Board finden und das auch wirklich in allen Gewichtsklassen. Hier gibt es definitiv keine Einschränkung, auch wenn von unserer Seite aus das absolut optimale Fahrer- oder Fahrerin-Gewicht zwischen 60 und 80 Kilo liegt. Denn auch in diesem Bereich lässt sich der Performance-Sektor, also die wirklich höheren Könnenstufen, auch mit sehr viel Spaß versehen. Und da ist das Leistungspotenzial für ein Board, ein Freeride-Board in dieser Klasse wirklich sehr schön. Schauen wir auf die Preisgestaltung beim Elevate Process V7. So hält sich das Ganze hier mit 499 Euro absolut im Rahmen und man zeigt hier ganz klar auch den Mitbewerbern, dass man ein schönes, harmonisches Freeride-Board für alle Anwendungsbereiche schaffen kann, was nicht unbedingt den Geldbeutel jedes Mannes oder jeder Frau sprengt. Und dazu gibt es halt durchaus eine absolut gefällige und wertige Optik. Das Ganze sieht hier definitiv nicht billig aus. Und es ist halt echt grundsolide verarbeitet. Von unserer Seite aus gehört das Elevate Process V7 definitiv zu den empfehlenswerten Produkten in dieser Klasse.